Ja, schön, dass ich die Gelegenheit habe, auch ein paar Worte zu sagen. Mir ist ja schon manches abgenommen worden, da wichtige Themen, Satzung, der Sinn in bestimmter Ebene vorher schon behandelt worden. So kann ich mich auf ein anderes Thema konzentrieren, was mir vielleicht eher am nächsten liegt. Kurz noch drei Worte. Also ich bin ja so eine Art Philosoph, Sozialphilosoph, seit 20 Jahren mit verschiedenen Forschungsprojekten beschäftigt, habe also auch mit fast allen anderen politischen Stiftungen zusammengearbeitet, ob Rosa Luxemburg, ob Böll, ob Adenauer, Ebert, und fand das immer eben spannend, diese Art von Bildungsstruktur, die nicht wie reine Wissenschaft so völlig, sag mal, wertfrei im luftleeren Raum agiert, aber auch nicht unmittelbar politisch engagiert ist, sondern eine Art eben Thinktanks, Denkprozesse, Bildungsprozesse, die schon einen gewissen politisch-geistigen Wert verkörpern, also bewusst auch engagiert sind. Insofern fand ich es also sinnvoll, mich mit zu beteiligen an dieser Initiative. Und wer mich auch sozusagen, nachdem andere schon betont haben, warum es sinnvoll ist, also nicht den anderen Parteien diese 220 Millionen zu überlassen, auch noch auf eine andere Ebene des Sinns dieser Partei mal beziehen. Und zwar Sinn und Funktion einer piratennahen Stiftung. Es ist sicher, wir sind alle gebildet genug bekannt, dass die großen Umbrüche der Geschichte immer zusammenhingen mit der Entwicklung neuer Kommunikationsmedien. Die Erfindung der Sprache war der Beginn der Menschheit. Die Erfindung der Schriftsprache war der Beginn der Zivilisation. Die Erfindung des Buchdrucks war der Beginn der modernen Gesellschaft, und jetzt ist ein neues Medium da, dieses Internet, was eine noch völlig neue Art von Dichte, Flüssigkeit an Informationen ermöglicht, und alle spüren es. Das ist der Beginn einer wieder völlig neuen Art von Kultur, Gesellschaft, wo wir erst ganz vage Ahnung haben, was das sein wird. Aber eben der Aufstieg der Piratenpartei ist eindeutig Ausdruck dieser Sache, dass sie also so schnell wie diese Prozesse ablaufen, emporkam, weil sie diese Themen besetzt hat, weil sie als einzige Partei bisher den Mut hatte zu sagen, da entsteht etwas Neues und wir müssen uns primär um dieses Neue kümmern, und die alten Themen natürlich dann auch, hat sie es also in kurzer Zeit geschafft, politisch interessant zu werden, steht aber nun vor dem Dilemma, dass sie halt in dem Maße, in dem sie in den politischen Alltagsbetrieb abtaucht, droht, diese Essenz zu verlieren. Sie wird also hinabgezogen in den politischen Betrieb, der definiert ist durch die anderen Parteien. Sie setzen da die Maßstäbe, die Themen, die Strukturen. Und das ist gerade das Problem, was wir gerade erleben. In Berlin am stärksten, weil sie da am längsten im Betrieb drin ist. Und in anderen Landesverbänden ist es auch teilweise zu spüren. So war die Frage für mich, wie kann es also gelingen, dass diese Partei diese Essenz behält? Diese Essenz, die man schwer ausdrücken kann. Also Antonio Gramsci, ein Sozialphilosoph, Praxisphilosoph des 19. 20. Jahrhunderts, sagte mal, eine politische Bewegung setzt sich dann durch, wenn sie die geistige Führung behält. Wenn sie also quasi für alle Menschen mehr oder weniger rational, emotional doch sichtbar macht, sie ist diese Bewegung, die eine neue Möglichkeit an Menschsein, an Wirtschaft, an Kultur einfach trägt. Solange das spürbar ist, gehen die Menschen hin. Es ist wie eine Art Magnetismus. Sie fühlen sich angezogen, begeistert, inspiriert und nehmen teil. Aber wenn das verloren geht, wenn sie diese Rolle abgibt, diese Essenz, diesen Geist, dann ist quasi das Beginn des Endes dieser Bewegung, dann fängt sie an zu erstarren, alarmt, wird Teil des Betriebes, korrumpiert und kann sich dann auch gleich einstellen, wenn nicht Interessen dies verhindern. So war also die Frage, kann es also gelingen, etwas jenseits der notwendigen politischen Engagements, die diese Partei natürlich einnehmen muss in dieser Gesellschaft, ein Gremium, eine Struktur, ein Fluidum zu gestalten, was sich unter anderem primär dieser Aufgabe stellt, diese Essenz, diese neue kulturelle Führung, diesen Geist zu erhalten, zu transportieren, zu organisieren. Das würde ich sehen so als die zentrale Aufgabe dieser piratennahen Stiftung, jenseits der Aufgaben, die sie auch alle hat. Um das mal ein bisschen zu illustrieren, vielleicht haben das manche wahrgenommen, weil ja nicht zufällig, es beginnt auf dieser Ebene auch schon ein Kampf. Also es war vor ein paar Monaten, ging so ein Buch durch alle Medien von Bayan Shalhan, es hieß Transparenzgesellschaft, alle Zeit, Spiegel haben es rezensiert, und es ist quasi auf dieser Ebene ein totaler Angriff gegen die Piratenpartei, die alle wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Ich lese mal so einen entscheidenden Satz vor seiner Kritik. So, also aus diesem Buch, Transparenzgesellschaft, die Piratenpartei,
Als Partei der Transparenz setzt die Entwicklung der Postpolitik fort, die einer Entpolitisierung gleichkommt. Sie ist eine Antipartei, ja die erste Partei ohne Farbe. Die Flexibilität der Liquid Democracy besteht darin, situativ Farbe zu wechseln. Die Piratenpartei ist eine farblose Meinungspartei. Die Politik weicht der Verwaltung gesellschaftlicher Bedürfnisse, die den Rahmen bestehender sozioökonomischer Verhältnisse unverändert lässt und darin verharrt. Als Antipartei ist die Piratenpartei nicht in der Lage, einen politischen Willen zu artikulieren und neue gesellschaftliche Koordinaten herzustellen. Also ein Angriff quasi auf das Zentrum, die Transparenz dieser Gesellschaft, dieser Partei. Und das ist in dem ganzen Buch dann noch sehr dick untersetzt mit vielen netten Zitaten großer Philosophen. Warum also eine transparente Welt schlecht ist? Sie zerstört die Tiefe, sie zerstört die Erotik. Mal noch ein Zitat, ne? Transparenz bewirkt, dass die Liebe domestiziert wird und positiviert wird zur Konsum- und Komfortformel. Die Transparenzgesellschaft ist eine lustfeindliche Gesellschaft. Innerhalb der Ökonomie, der menschlichen Lust, gehören Lust und Transparenz nicht zusammen. Der libidinösen Ökonomie ist die Transparenz fremd. Gerade die Negativität des Geheimnisses, des Schleiers und der Verhüllung stachelt das Begehren an, intensiviert Lust. Und dazu wieder nette Zitate von Nietzsche und anderen. Und also ich habe mir mal den Spaß gemacht, ein Gegenbuch zu schreiben. Das gibt es seit ein paar Tagen quasi als E-Book. Wer es will, kann es auch von mir bekommen. Schickt mir eine E-Mail. Hier sind die, also wen es interessiert, das ist genauso kurz. Hier sind die Adressen drauf. Ja, und ich habe also einmal noch zwei Gegenzitate, um zu zeigen, also wie falsch das ist, auch quasi geistesgeschichtlich. Also er zitiert Nietzsche, der meinte, diese Unwissenheit sei wichtig, und es gibt ein nettes Gegenzitat von Nietzsche. Kurzes Fazit: Wissend reinigt sich der Leib, mit Wissen versuchend erhöht er sich. Dem Erkennenden heiligen sich alle Triebe, dem Erhöhten wird die Seele fröhlich. Das heißt, Erotik mit Transparenz muss nicht lustfeindlich sein, sie kann auch erhöht, inspiriert, lebendig sein. Also das ist aus dem Kapitel Porno oder Tantra hier drin. Und jetzt noch am Schluss ein Zitat, was das Ganze quasi aufhebt, und zwar von Hegel. Kennen viele, auch das Eingangszitat war von ihm, dass die Form der inneren Selbstbewegung des Inhalts folgen muss. Und er schreibt in seiner jener Realphilosophie eigentlich Transparenz vorwegnehmend, eine transparente Gesellschaft, positiv: Das offenste Handeln ist die größte List. Wir müssen sie in ihrer Wahrheit nehmen. Nämlich durch seine Offenheit bringt es das andere zutage, dass es an und für sich zeigt, eben darin sich selbst, also sein Ego vernichten, seine Grenze. List ist das große Betragen, den anderen zu nötigen, zu sein, was sie an und für sich sind. Dies ins Licht des Bewusstseins zu bringen, ist eben die größte List dieses offenen Handelns. Das heißt, kurz eine Alltagssprache, die Transparenz ermöglicht erst, dass die Menschen ihre Individualität wirklich entfalten, dass sie zu sich selbst kommen, ihre Qualitäten entwickeln, weil sie bisher quasi nur Teile unoffener, vermachteter Systeme waren. Ne? Gut, das, also kurz zwei Zitate, die vielleicht ein bisschen zeigen, dieses Buch eben von Bin Chul Han, also ein koreanischer eingewanderter Philosoph, der so ein bisschen Modephilosoph ist, lehrt in Karlsruhe bei Sloterdijk, ne? Dass da ein Angriff einsetzt auf diese zentrale Koordinate dieser Partei. Ne? Nicht zufällig, weil daran wird sich entscheiden, ob es gelingt, das positiv zu entwickeln, ob diese Bewegung Erfolg hat oder nicht. Gut, deshalb, wie gesagt, meine Meinung, wir brauchen, da die Partei in ihrem alltagspolitischen Handeln den Raum nicht hat, notgedrungen sich darum zu kümmern, einen Ort sich darum zu kümmern. Und deshalb würde ich dafür plädieren, diese Stiftung, also neben allen anderen Funktionen, damit zu betrauen. Ich würde auch, Punkt B jetzt meines Vortrags, jetzt nicht alle Fragen so einer Stiftung im Vorfeld klären, sondern auch da unser piratenhaftes Rangehen bei dieser Stiftungsgründung einfach beibehalten. Also nicht alles im Vorfeld klären, nicht alle Strategiediskussionen, die alle wichtig sind und die wir führen müssen, im Vorfeld machen, sondern einfach das Ziel bestimmen, die Basics inszenieren, uns auf den Weg machen und alles weitere unterwegs klären. Ne? Halt wie Piraten im besten Sinne irgendwann gehandelt haben. Das heißt, die Satzungsvorschläge, die da sind, wir hatten ja auch einen, den stelle ich jetzt nicht in den Raum, der steht auch im Pad, es wurden genug dargestellt, die alle gut sind, denen man sich auch anschließen kann, weil den Rest kann man unterwegs auch ändern, wenn es sich als passend herausstellt. Und ich würde plädieren, dass wir möglichst morgen eben
erste Schritte, wenn wir schon zusammenkommen, tun, weil wir kommen so schnell nicht wieder zusammen. Also hier daraus klären, wie entsteht ein provisorischer Stiftungsverein mit einem provisorischen Vorstand, mit einem provisorischen Kuratorium, was dann provisorisch von dem nächsten vielleicht Piratenparteitag erstmal anerkannt werden kann und was dann auf dem Weg sich selbst vervollkommnet. Und ich würde aber plädieren, eben dieses Formale, im Sinne, eben die Form muss dem Inhalt folgen, nicht ins Zentrum zu stellen, sondern mehr noch vielleicht morgen dazu zu kommen, erste Arbeitsgruppen zu bilden für die inhaltliche Arbeit. Und da habe ich mal jetzt quasi ein Fazit, das ist quasi Böll-Stiftung, Luxemburg-Stiftung, quergelegt, was so jenseits der Struktur, dass ein Vorstand sich um Personal kümmern muss, um Finanzen, um Verwaltung, ist klar. Aber das Zentrale ist ja die Arbeit dieser Stiftung. Und da wäre ein Vorschlag, ähnlich wie die anderen Stiftungen, die Koordinaten dieser Arbeit zu definieren und dazu erste Teams zu bilden morgen. Das ist also vielleicht sich da mal 1, 2, 3 Menschen finden, die Lust haben, potenziell diese Abteilung aufzubauen. Und ich würde jetzt vorschlagen, folgende Themen. A2 inhaltliche, das heißt Transparenzstrukturen, das heißt eben, wie kann diese Bewegung, diese Möglichkeiten der neuen Medien, ne, Internet und so weiter, wie kann sie die entwickeln? Wie kann also eine Kultur auf dieser Basis, dieser Kommunikationsbasis sich entfalten? Also speziell auf diese Kommunikationsstruktur konzentrieren. Das, denke ich, ist ein weites Feld. Das ist eine wichtige Arbeit, eine zentrale Arbeit, weil das ist ja mal die Infrastruktur der neuen Kultur, sich darum zu kümmern. Und ich würde eben eine zweite Inhaltsstruktur gern auch mit initiieren, die also dann davon abgeleitet, ne, sozusagen das mehr thematisch kulturell Werten bezieht, also welche Art von Gesellschaft folgt daraus, Grundeinkommen und so weiter, die Themen, die da sind, also was sind dann aus der Transparenzstruktur abgeleitet sinnvolle Wertkategorien, geschichtlich bezogen, die also jetzt möglich wären, weil die Menschheit eben durch mehr Informationen, mehr Wissen, andere humane Werte ganz anders jetzt entfalten kann. Ne? Also das wären also mein Vorschlag, 2 inhaltliche sozusagen Abteilungen. Dann die beiden weiteren sind quasi Bildungsabteilungen. Es wurde oft in den Raum gestellt, wie wichtig quasi Studienwerke sind, die also jungen Menschen, Studenten, Doktoranden ermöglichen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dazu vielleicht auch einen ersten Anfang zu setzen. Punkt B, generelle Abteilung für Weiterbildung, also quasi Kompetenzentwicklung, Capacity Building, halt schon mal im Raum, dass also dann auch Parteiabteilungen, Landesverbände, Parlamente sich da mit dem Know-how ausstatten können, was sie brauchen für ihre Arbeit. Dann eben mehr strukturell eine Abteilung eben für Internationalität, die sicher mit der bestehenden Arbeitsgruppe der Partei zusammenarbeiten kann und eben quasi eine landesverbandsorientierte, also wie kann jetzt von dieser Bundesstiftung die Zusammenarbeit mit den bestehenden Landesstiftungen oder wie können in den Ländern, wo noch keine da sind, neue gegründet werden, dass also dafür auch eine erste Organisation da ist. Und das Letzte eben, das Archiv, das ist vielleicht nicht so wichtig, aber es haben alle Parteien und das werden wir irgendwann auch brauchen, das auch mit zu bedenken. Ne? Also mein Vorschlag wäre Tatsache, morgen zu gucken, ob wir dazu Arbeitsgruppen bilden, ob sich jeweils ein paar Menschen finden, die morgen anfangen und dann vielleicht weiterführend diese Themen entwickeln, dass sie irgendwann dann professionell genug sind, um in die Struktur einzufließen, die parallel sich bilden sollte. Ne? Also Verein gründen, Satzung abgleichen und so weiter. Das in aller Kürze mein Vorschlag, was ich sinnvoll, wichtig, gut finde, wenn wir das so inhaltlich und auch aktionsmäßig aus unserem Treffen mitnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, jetzt möchte ich bitten, zunächst mal nur Verständnisfragen oder Diskussionsbeiträge jenseits der Gestaltung des morgigen Tages zu treffen, weil wir das nachher nochmal zu einem Planungspunkt machen, wie wir konkret morgen vorgehen, also konkret. Das schieben wir noch ein bisschen auf, aber alle anderen Fragen oder Grillanwürfe oder was auch immer. Okay, das ist wenig. Das war verständlich, ja, klar. Wenig ist nicht immer schlecht, das wissen wir ja schon. Also der Einwand war jetzt, es gab viele Worte, aber wenig Inhalt. Genau, und ich habe es genau andersrum erlebt, ja,
Es wurde eben anders als die anderen, die eher technische Sachen in den Mittelpunkt gestellt haben, hier die Frage in den Raum gestellt, die sich für mich halt völlig mit Ja beantwortet: Ist Transparenz eines der Schlüsselbegriffe oder Bereiche für die Piraten, für die weitere Entwicklung, aber auch für das, wo wir herkommen? Und macht es Sinn, sich damit außerhalb des Alltags, Wahlvorbereitung, Bundestagswahl und Pressekonferenzen und mit den Büchern unserer Vorstände umgehen und so weiter, sich damit auseinanderzusetzen? Und da würde ich eben sagen, ja, das ist das, was mich fasziniert, sozusagen also mit der Arbeit der Stiftung zu beginnen, mit einem wichtigen Teil der Arbeit der Stiftung zu beginnen und zu diskutieren. Für mich ist das Transparenzstrukturen und daraus abfolgend, welche Vision von der Gesellschaft haben wir als Piraten, was ist piratisch für uns? Das ist in Sachsen-Anhalt inzwischen so ein Totschlagargument: Wenn irgendeinem irgendwas nicht passt, dann wird behauptet, das ist ja überhaupt nicht piratisch, dieser Vorschlag. Also da mal drüber zu diskutieren, Raum zu haben, auf so hohem Niveau, wie es irgendwie geht, mir ist auch auf niedrigem Niveau, aber mit Zeit und mit Enthusiasmus über diese, was ist piratisch? Und da ist eben für mich Transparenz eines der absoluten Schlüsselbegriffe. Letzter Satz von mir dazu: Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Alternativen zur Wirtschaftspolitik, habe mal liberal angefangen, hatte ein Stipendium von der Friedrich-Naumann-Stiftung und bin aber eher ein Libertärer. Und meine, diese Art von zerstörerischer Wirtschaft, wie wir sie haben, mit diesem Konkurrenzgedanken, wer in der Transparenz, also in der Gesellschaft, wo Transparenz ganz wichtig ist und jemand, der verheimlicht, sich verdächtig macht, ja, und nicht verdächtig macht, dass er sehr erfolgreich sein wird, das würde zusammenbrechen, das würde was anderes entstehen. Ich weiß nicht genau was, aber ich fände es spannend, daran mitzuarbeiten. Ein kleiner Hinweis: Wenn das jetzt in eine inhaltliche Diskussion geht, dann würde ich das gleich mit Blick darauf, dass ich den nächsten Programmpunkt ja schon im Auge habe, weiterziehen, weil das wird sowieso dann eine Diskussionsform. Also nur als. Okay, dann ziehe ich meinen Beitrag zurück. Ich würde genau nämlich das Gegenteil vertreten, was eben mein Vorredner gesagt hat. Aber das können wir dann später machen. Okay. Gut, dann würde ich nämlich tatsächlich direkt mal zu dem... Ah, okay, Entschuldigung. Also, hallo, so. Also in Anbetracht dessen, dass wir also tatsächlich noch über Inhalte reden wollen, möchte ich aber trotzdem hier ein, zwei Sachen dazu sagen. Genau darum geht es aus meiner Sicht, dass das, was Inhalt bei den Piraten ist, zu seiner eigenständigen Form finden muss. So habe ich den Beitrag verstanden. Das heißt, wir müssen die Diskussion, die wir heute Vormittag bisher hatten, wie organisieren wir eine Stiftung rechtlich, strukturell, müssten wir eigentlich umstülpen. Und zwar so umstülpen, dass wir sagen, was sind tatsächlich unsere Inhalte? Und was hat das eigentlich für Folgen dann auf die rechtliche Struktur? Und so habe ich auch vorhin den Beitrag verstanden, wenn dann immer gesagt wird, ja, das müsst ihr dann inhaltlich klären, darüber rede ich gar nicht, ihr habt die Möglichkeit. Aber genau darüber müssen wir uns verständigen. Und das hat dieser Beitrag aus meiner Sicht sehr gut getan. Also ich widerspreche, es sind viele Worte gemacht worden, aber nichts gesagt. Sondern ganz im Gegenteil, es sind die Dinge gesagt worden, um die es uns eigentlich geht. Und danach müssen wir dann festlegen, wie wir rechtlich vorgehen. Deswegen möchte ich dem Mike da hier danken für den Beitrag, weil wir das jetzt überhaupt erstmal wieder auf die Füße stellen, wohin wir wollen. Ich will mal auch ein Beispiel des Inhalts bringen, ohne jetzt schon die Diskussion dazu zu führen. Aber wir hatten ja vorhin dieses Thema. 3/4 der Gelder, wurde gesagt, kann man bekommen, wenn es um Auslandsgeschichten geht. Habe ich das so richtig verstanden gehabt? In der Tendenz. Was? Ja, ich will ja was anderes sagen. Mir ist jetzt auch egal, wie viel Tendenz das dann ist, aber ich sage mal in der Tendenz. Mein Problem dabei ist inhaltlich was ganz anderes.
Was wollen wir überhaupt auslandsmäßig in einer Arbeit der Stiftung? Was wollen wir da? Also wo ist das wichtig und wo wollen wir möglicherweise bestimmte Dinge wirklich gar nicht, weil uns andere Stiftungen dort möglicherweise was vorspielen, was gar nicht unsere Politik sein kann. Ja, also und davon hängt ja ab, will ich also darauf absetzen, diese drei Viertel der Möglichkeiten einzuwerben oder will ich vielleicht möglicherweise mich in dieser Richtung gar nicht bewegen, weil das anrüchig geworden ist, weil das genau mit zu diesem System gehört, das uns mittlerweile große Probleme verschafft. Ja, das sind die Dinge, die gemeint sind, wenn wir sagen, und die Form muss eigentlich sich so bewegen, ja, dass wir inhaltlich dann auch, oder ja, dass wir also Strukturen finden, die zu unserem Inhalt wirklich passen. Und da freue ich mich auf die Diskussion, die wir dann nachher haben werden. Also wenn ich dir ganz kurz ein klein wenig antworten darf, wobei Peter hat es heute Morgen schon mal gesagt, gerade im Ausland haben wir weit über 40 Piratenparteien, die sich mittlerweile entwickelt haben. Und die brauchen tatsächlich Unterstützung. Die brauchen Informationen, die brauchen Hilfsmittel, die brauchen Dinge an die Hand, mit denen sie arbeiten können. Und es geht jetzt nicht darum, dass man in China, sage ich mal, eine Piratenpartei etabliert. Wäre schön, klar. In Russland gibt es eine, ne? Aber wir haben ja bei der, also NRW hat am Tag, bevor sich die Piratenpartei Russland gebildet hat, mit denen einen schönen Live-Chat gehabt. Genial. Wenn du den Gedanken, den wir für uns hier entwickelt haben, als Piraten, den anderen vermitteln kannst, und das es dazu führt, dass die Menschen auf der Welt sich mehr miteinander unterhalten, sich gegenseitig verstehen, transparent dazu kommen, zu verstehen, was die anderen sich überlegt haben, dass da kein Kampf in dem Sinne ist, den man gegeneinander führt, sondern ein Miteinander auf dieser Welt, dann ist das ein verdammt hehres Ziel, was durch den Transparenzgedanken definitiv nach vorne geschoben werden muss. Und Transparenz ist, ich glaube, das Hassthema jedes Despoten. Weil wenn klar wird, was der tut, was da passiert, man schaue mal nach Nordafrika. Das hat nur stattfinden können, weil einige Leute geleakt haben. Weil es da auf einmal eine Transparenz gab, die vorher nicht existiert hat. Solche Strukturen müssen einfach verstärkt verbessert werden, dass die Leute mitbekommen, was auf der Welt los ist, damit die Menschlichkeit auch wieder Einzug erhält. Du hast ja vorher angefangen zu sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit einen relativ großen Teilbereich bei den meisten Stiftungen vom finanziellen Volumen und von den Ressourcen her ausmacht. Da ist mir aufgefallen, dass heute im Zusammenhang mit diesen Mitteln immer von globalen Mitteln institutioneller Förderung gesprochen wurde. Dem ist jedoch nicht so. Ein großer Teil dieser Förderung ist projektorientiert. Das bedeutet, dass diese Fördermittel nicht einfach vergeben werden, sondern dass man sich bewusst um Projekte bewerben muss, dass man diese Projektanträge schreiben muss und dann bekommt man für ein Jahr, für drei Jahre oder für fünf Jahre speziell für diese Aufgabe, für dieses abgegrenzte Projekt Gelder und danach muss man sich wieder um Anschlussprojekte kümmern. Das ist eine enorme Herausforderung und wenn wir uns die Zahlen der Adenauer Stiftung ansehen, da hatten wir diese 120 Millionen. Allein die ausgewiesenen projektbasierten Mittel für internationale Beziehungen sind bei 65 Millionen Euro. Das sind natürlich auch Beziehungen zu anderen Ländern der industrialisierten Welt, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, anderen europäischen Ländern auch mit dabei. Aber gerade die klassische Entwicklungszusammenarbeit ist in vielen Stiftungen eben ein großer Schwerpunkt. Und da bin ich gerne eben auch bereit, als Mitglied der AG Entwicklungspolitik, die es ja bei uns auch nicht so lange gibt, über den aktuellen Stand zu berichten, was wir an Anträgen auch für Bochum schon vorbereitet haben, da Feedback mitzunehmen, wo ihr denn wollt, dass die AG hingeht.
und natürlich auch euch ein paar Ansätze zu geben, was kann man denn in der Stiftung auch an Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit machen, was gibt es für Besonderheiten, weil Fördergelder zu beantragen heißt dann oft auch, dass ein Eigenanteil selbst bezahlt werden muss, wie finanziert man den, da kommt man dann schnell dazu, dass es nicht nur darum geht, Spenden hereinzukriegen, sondern wirklich ein komplettes Fundraising-System systematisch aufzubauen, da dann auch mit Qualitätssicherung zu arbeiten. Und dann seht ihr einmal, dass das ein längerer Weg werden wird. Aber ich bin zuversichtlich, wir haben die Experten, wir haben auch Leute, die in unserer AG in Afghanistan, auf den Philippinen in solchen Projekten mitarbeiten und die natürlich da das Know-how schon mit einbringen. Und wenn wir nach Bochum wieder einmal durchatmen können, auch wieder viel mehr Zeit haben werden. Ja, ganz kurz. Ich fand den Vortrag eigentlich sehr anregend und auch interessant. Und ich glaube, dass wir auf der Basis könnten wir jetzt stundenlang innerlich diskutieren, haben wir schon festgestellt. Und das ist auch eigentlich ja das, was wir in der Stiftung machen wollen. Das ist gut. Sollen wir natürlich jetzt nicht machen, finde ich auch in Ordnung. Ich will nur eine Sache anmerken, weil du sagtest, ja, lass uns AGs gründen und solche Sachen. Finde ich auch gut, sollten wir auch ruhig machen, weil das ist unabhängig von dem Rest. Ich will nur daran, an dem Beispiel, hier haben wir gerade schon sehr gesehen, diese Einteilung, welche AGs wir machen, welche Schwerpunkte man setzt und auch sogar die Haltung zu bestimmten konkreten dieser Positionen, die ist natürlich naturgemäß in unserer Partei unheimlich heterogen und widersprüchlich und sehr vielfältig. Das ist eigentlich auch eine Stärke vielleicht sogar von der Partei. Deswegen sollten wir auch nicht so denken wie vielleicht Richtung Partei bei der Stiftung, sondern eben es gilt nicht in der Stiftung Ergebnisse eines Diskurses zu erzielen, weder dadurch den anderen zu übervorteilen argumentativ noch eine Entscheidung herbeizuführen. Deswegen braucht man, glaube ich, auch nicht so viel Angst zu haben, wie man das teilweise hier so hört, mit Mehrheitsverhältnissen. Das ist total belanglos, weil wir diskutieren bloß über Politik, werden das dann hoffentlich tun. Und insofern können wir vielleicht daraus die Lehre ziehen, dass wir die Formalien doch zügig umsetzen sozusagen und dann bei diesen Dingen brauchen, die notwendig sind, um uns dann dem eigentlichen Diskurs zu widmen sozusagen, der sicherlich sehr spannend wird, den wir aber leider heute und morgen noch höchstens off the record führen können. Ja, ich will das nur noch mal bestätigen. Also auf der einen Seite haben wir die reinen entwicklungspolitischen Projekte. Also Brunnen bohren, Handwerker ausbilden und. Ich glaube, darüber gibt es kaum eine Debatte. Dann gibt es die sogenannten politischen Projekte, sprich Förderung demokratischer Tendenzen in anderen Ländern. Am besten mit politischen Parteien, die der eigenen Anschauung nahestehen. Das kann manchmal sehr weit gehen. Also denken wir jetzt mal alleine an die Zeit der Wende. Was glauben wir, woher all die Computer kamen und die deutschen Fahnen ohne SED-Emblem, die plötzlich drüben hinkamen? Die kamen genau aus diesen Mitteln und die kamen von den politischen Stiftungen. Ähnliches gilt für den Nahen Osten. Die Förderung demokratischer Kräfte mit Handys, Computern. In Holland sind sie ja so weit, dass sie entwickeln Geräte, die nicht geblockt werden können, um diesen Leuten die Kontakte zu ermöglichen. Das gehört alles zur Förderung der politischen Demokratie.